Das doppelt so große Objekt erscheint 36 Sekunden auf dem Radar. Dann kehrt es zu seiner normalen Größe zurück. Das ist das blaue Licht, das Objekt, das dem Flugzeug folgte. Es wurde auch vom Flugzeugradar erfasst. 1979 erhielt Dr. Bruce Maccabee von dem australischen Fernsehsender eine 16mm Kopie des Films. Band 4, Szene 10. Dieses ungeschnittene Material wird nun zum ersten Mal veröffentlicht. Experten sagen, dass dies die umfassendsten und erschreckendsten UFO-Beweise sind, die je auf Film gebannt wurden. Das ist der berühmte neuseeländische Film, gedreht am 31. Dezember 1978. Der Kameramann sitzt direkt zwischen dem Piloten und dem Co-Piloten. Das Licht war auf der rechten Seite und sie sahen, wie es mal heller, mal dunkler wurde. Hier ist das blitzende Licht. Man muss es Bild für Bild betrachten, um zu sehen, was vor sich geht. Es ändert seine Farbe von hellem Weiß zu mattem Orange. Das Licht wandert hier etwas zur Seite, dann dreht er die Kamera ein wenig, um es wieder zu zentrieren. Das andere Objekt, das uns folgt, hat nun Gesellschaft von zwei weiteren bekommen. Wir haben nun also drei unidentifizierte fliegende Objekte, die uns auf Höhe unserer rechten Tragfläche begleiten. Eines folgt uns nun schon seit 10 Minuten. Ich hoffe, dass wir für heute genug gesehen haben und der Rückflug nach Blenheim ereignislos verläuft. Ich denke, für heute Nacht habe ich genug von UFOs. Es ist, wie es ist. Oder scheint es nur so? Montag, 1. Januar 1979. Ich bin Walter Cronkite, CBS News. Gute Nacht. UFO-Sichtungen sind nicht nur auf die Erdatmosphäre beschränkt. In den frühen 1960er Jahren, als sich der Wettlauf ins All zwischen den USA und der Sowjetunion zuspitzte, wurden Astronauten und Kosmonauten Zeugen von unerklärlichen Ereignissen im All. 1958, als die NASA gegründet wurde, war man davon überzeugt, dass man in Kontakt mit außerirdischem Leben kommen würde. 4. Dezember 1965. 4 Stunden und 24 Minuten nach Beginn ihrer Mission sind die Gemini 7 Astronauten Frank Borman und James Lovell mit Routineaufgaben beschäftigt. Um 22.24 Uhr Erdenzeit, die Kapsel schwebt gerade hoch über Hawaii, sehen beide Männer ein unidentifiziertes leuchtendes Objekt, das über ihrer Kapsel schwebt. Borman kontaktiert das Kontrollzentrum in Houston. Was nun folgt, sind die Originalaufnahmen. Hier Gemini 7, empfangen Sie mich? Laut und deutlich, sprechen Sie. Wir sehen ein unidentifiziertes Objekt auf 10 Uhr. Houston hier, wiederholen Sie 7. Ich sagte, wir sehen ein unidentifiziertes Objekt auf 10 Uhr. Die Aufnahme endet hier. Die NASA beharrt darauf, dass das Objekt Geminis Antriebsrakete war. Lovell entgegnet, dass er diese ebenfalls sehen konnte, zusammen mit anderen Objekten. Ich erinnere mich, das im Autoradio gehört zu haben. Die NASA bestätigte mir, dass das der genaue Satz gewesen war. Wir sehen ein Objekt. In NASAs offiziellem Gemini 7 Bericht vom Januar 1966 wird die berüchtigte Aufzeichnung nie erwähnt. Weder Lovell noch Borman haben sich je öffentlich über diesen Funkspruch geäußert. Die NASA verleugnet die Existenz von UFOs. Sie hat immer schon Berichte und Hinweise vertuscht. Seit den ersten Jahren des Raumfahrtprogramms wurde die NASA mit Sichtungen von Astronauten überflutet. 13. September 1966. 27 Stunden und 47 Minuten nach dem Start und während ihrer 16. Erdumrundung sehen die Gemini 11 Astronauten Richard Gordon und Charles Pete Conrad etwas Seltsames. Conrad kontaktiert das Kontrollzentrum. Er meldet, ein unidentifiziertes Objekt etwa 80 Kilometer unter sich gesehen zu haben. Es ist metallisch und rotiert mit über einer Umdrehung pro Sekunde. Er greift zu einer Kamera und macht 3 Fotos. Das Objekt entfernt sich und verschwindet. Dies sind Conrads Originalfotos, fotografiert an Bord der Gemini 11.
NORAD erklärte, es könnte sich dabei nur um die Antriebsrakete eines russischen Satelliten handeln. Die Leute von der NASA verwarfen diese Theorie sofort. Dieser Fall ist der einzige, den die NASA als unaufgeklärt bezeichnet. Gemini 11 ist jedoch nicht die letzte NASA-Mission, die mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich wurden immer mehr Sichtungen gemeldet, als das Apollo-Programm gestartet wurde. Vor allem die Apollo-Astronauten haben UFOs beobachtet. Die Legende besagt, dass Neil Armstrong, wie viele Astronauten, UFOs gesehen haben soll. Bis heute haben sie sich nie öffentlich darüber geäußert. Houston, hier spricht Tranquility Base. Der Adler ist gelandet. Berichten zufolge soll die Kapsel der berühmten Apollo-11-Mission von Objekten begleitet worden sein. Es soll sogar Fotos von ihnen auf der Mondoberfläche geben. 4 Monate später, am 14. November 1969, meldet Apollo-12-Kommandant Pete Conrad der NASA, dass er ein unidentifiziertes Objekt vor seinem Fenster sehen kann. Das Objekt befindet sich immer an derselben Stelle und scheint zu taumeln. Das ist schon seit gestern da. Das scheint uns zu begleiten. Obwohl allgemein angenommen wird, dass es sich bei dem Objekt um ein Bruchstück der Antriebsrakete handelte, sind viele Forscher skeptisch. Sie argumentieren, dass ein solches Objekt nicht lange in der Lage wäre, mit einer sich schnell bewegenden Raumkapsel auf gleicher Höhe zu bleiben. Als das Apollo-Programm dem Space Shuttle-Programm wich, waren die Experten überzeugt, dass es wiederum zu mehr UFO-Sichtungen kommen würde. Mit dem Start von NASAs Space Shuttle-Programm 1981 kam es zu einer nie dagewesenen Welle von UFO-Sichtungen, die erstaunliche Audio- und Videobeweise mit sich brachte. Eine überaus kontroverse Aufnahme entstand bei der Discovery-Mission STS-29. Am 13. März 1989 macht der Astronaut John Blaha eine ungewöhnliche Beobachtung. In einer der NASA-Übertragungen von 1989, die nicht erfolgreich bereinigt wurden, sagte ein Space Shuttle-Astronaut, wir sehen die Außerirdischen noch, offensichtlicher geht es nicht. Die folgende Aufnahme wurde von einem Amateurfunker in Maryland abgefangen. Houston, hier Discovery. Wir können das außerirdische Raumschiff noch immer sehen. Bis heute hat die NASA die Echtheit dieses Funkspruches weder bestätigt noch bestritten. Die Astronauten im Space Shuttle verfügen über 2 Funkkanäle. Der eine ist ein öffentlicher Kanal, der andere Kanal jedoch ist vom Verteidigungsministerium verschlüsselt. Dort, denke ich, werden die interessanten Gespräche geführt. Ein weiterer außergewöhnlicher Bericht ereignete sich an Bord von Space Shuttle Flug STS-73. Am zweiten Tag ihres 15-tägigen Fluges sieht die Astronautin Catherine Coleman etwas Merkwürdiges. Das ist vom 21. Oktober 95. Wir haben ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Dann nichts mehr. Da ist sie. Catherine schwebt herum. Ich vermute, an diesem Punkt haben sie auf den vom Verteidigungsministerium verschlüsselten Kanal gewechselt. Der UFO-Forscher David Cerrada studiert seit über 10 Jahren ungewöhnliche Phänomene im All. Nach seiner Theorie hat die NASA das Gespräch auf einer geheimen Frequenz weitergeführt und aufgenommen. Wir haben ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Auch bei aktuelleren Shuttle-Missionen kam es zu unheimlichen Berichten über seltsame Objekte. Cerrada zufolge ergaben sich einige der schockierendsten Hinweise auf UFOs am 6. August 2005 bei der kürzlich erfolgten Shuttle-Mission STS-114. Das Space Shuttle bewegt sich mit 28.000 km/h um die Erde. Folglich muss das Objekt deutlich schneller fliegen, um das Space Shuttle einzuholen, eine Zeit lang zu begleiten und in die entgegengesetzte Richtung zu verschwinden. Das hier ist das Original-Filmmaterial aus dem Shuttle. Selbst wenn man annimmt, dass es einige Kilometer vom Shuttle entfernt ist, würde es sich trotzdem um ein sehr großes UFO handeln. Das Objekt taucht schnell auf, ändert dramatisch Geschwindigkeit und Kurs und verschwindet dann wieder. Die Flugbahn und die Geschwindigkeit widersprechen allen physikalischen Gesetzen. Forscher wie Cerrada ziehen daraus ihre eigenen Schlüsse.
Wenn man in Videos hineinzoomt, verpixelt das Bild. Einige der rechteckigen Formen, die zu sehen sind, sind Pixel. Aber man kann noch die runde Lichtaura erkennen, die es umgibt. Die Form ist also noch erkennbar. Das kann unmöglich Staub, ein Trümmerteil oder gar ein Satellit sein. Wenn man das Ausschlussverfahren anwendet, weiß man, dass das, was wir hier sehen, ein UFO sein muss. Es gibt da draußen wirklich nichts Vergleichbares. Da die NASA sich nicht zum Thema UFOs äußert, kann die Echtheit von Aufnahmen und Sichtungen aus dem All nicht offiziell bestätigt werden. Dies lässt viele Fragen unbeantwortet.